Ja, herzlich willkommen zum Marktupdate Edelmetalle. Mein Name ist Andreas Ullmann, Vertriebsdirektor bei der Solidgruppe. Und ich freue mich, dass ich Sie nach einer kleinen Babypause meinerseits mal wieder zu einem Marktupdate oder Webinar begrüßen darf. Ja, worum geht es heute? Schauen wir uns mal die Agenda an. Einmal werfen wir einen Blick zurück auf die Entwicklung des Goldpreises und natürlich der Weißmetalle. Wir schauen uns also an, was da passiert ist in den letzten Monaten. Wir werfen dann einen Blick auf die Inflation, die ja mit Wucht zurückgekommen ist. Wir klären natürlich auch die Frage, woher die Inflation wirklich kommt und ob diese vorübergehend ist, wie es uns die Notenbank gebetsmühlenartig aktuell immer erklärt. Dann gucken wir uns natürlich noch das Thema Rohstoffe an, also Rohstoffe vor Superzyklus. Das heißt, warum stehen die vor dem Superzyklus und wie können die Edelmetalle profitieren? Dann stelle ich Ihnen noch eine ganz spannende Bewegung vor, die Wall Street Silberbewegung, die sich also anschickte, Silber wieder zu Geld und vor allem knapp zu machen, und dass sie dabei sehr erfolgreich sind. Das sehen wir dann im Punkt knapper Edelmetalle, wo ich einfach mal ein bisschen auf die Verfügbarkeit, die aktuelle Verfügbarkeit der Edelmetalle eingehe und womit sie im zweiten Halbjahr da rechnen sollen. Ja, und zu guter Letzt noch eine fundamentale Bewertung von Gold und Silbers beziehungsweise den Chart des Jahrhunderts. Was meine ich damit? Ganz einfach, das ist eine Situation, wie sie in 100 Jahren vielleicht nur 2 bis 3 Mal vorkommt, und ein Chart, den Sie auf jeden Fall nicht verpassen sollten. Also Sie können sich da auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Gold ist ja seit spätestens 2018 wieder in einem Aufwärtstrend, der schon im Jahr 2001, damals bei $260 die Unze, angefangen ist. Da gab es natürlich immer wieder mehrjährige Korrekturen zwischendrin und jetzt auch eine mehrmonatige Korrektur, und zwar seit August. Das sehen Sie hier, seit August ist es praktisch in eine Korrektur übergegangen, und aus dieser Korrektur sind wir seit Mai jetzt wieder ausgebrochen. Aktuell bewegt sich der Goldpreis in einer Spanne so zwischen 1680 und $1900 in etwa, und die gilt es nach oben zu knacken, und wann wir das machen und warum wir das machen werden, voraussichtlich, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Die Hintergründe zu der Korrektur schauen wir uns auch gleich nochmal an, also warum ist es überhaupt hier runtergegangen, was waren so die Hintergründe. Und bevor wir da aber weitergehen, mal ein kurzer Blick auf die Weißmetalle, dass Sie die gesehen haben. Das hier sehen Sie Silber, Platin und Palladium relativ zu Gold in diesem Zeitraum. Und da sehen Sie, dass die Weißmetalle eine Outperformance gemacht haben zu Gold, dass sie sich besser entwickelt haben. Das hängt hauptsächlich daran, dass sie auch Industriemetalle sind. Warum das dann so ist, da kommen wir im Punkt Rohstoffe vor Superzyklus nochmal mit dazu. Aber man sieht schon hier, also der industrielle Anteil hat sie eben nach oben gezogen und hat sie relativ zu Gold besser performen lassen. Das hat man ja auch in den vergangenen Marktupdates immer schon angekündigt, dass hier gerade bei Silber und Platin ein Outperformance-Potenzial besteht. Dazu später mehr. Kommen wir mal zurück einfach zum Thema Gold und schauen uns an, warum Gold denn überhaupt in dieser Phase korrigiert hat. Und kleine Erinnerung für alle die jetzt noch nicht dabei waren, mal in so einem Webinar auch zur Erläuterung. Es gibt im Wesentlichen 4 Einflussfaktoren für den Goldpreis, die man aufteilen kann in langfristig, mittel- und kurzfristig. Langfristige Faktoren sind der Zins, den ich auf die Währung bekomme, in der ich Gold betrachte, zum Beispiel den Euro, die Inflation der Währung, also das heißt, wie viel Geld wird gedruckt, sage ich mal, jeweils. Und die 2 kann man als Realzins zusammenfassen. Der Realzins ist also der wichtigste und stärkste Faktor für die langfristige Entwicklung von Gold. Mittelfristig natürlich physisches Angebot und Nachfrage. Zum Thema Angebot und Nachfrage sehen wir heute auch nochmal das Thema Verfügbarkeit, wie es aussieht. Und kurzfristig der Terminmarkt, denn man muss wissen, der Goldterminmarkt ist 53 Mal so groß wie der physische Markt. Hier tummeln sich die Spekulanten, sag ich mal. Hier wird auch von Notenbanken in den Markt eingegriffen. Ich nenne es mal böse Manipulation. Aber das sind immer sehr kurzfristige Faktoren. Und alle 4 Faktoren gucken wir uns heute mal ganz kurz an, um mal nachzuvollziehen, warum ist der Goldkurs so gelaufen und wo wird er hinlaufen im zweiten Halbjahr. Und Sie werden sich denken, hier seit August ist eins passiert. Das sind die Zinsen für 10-jährige US-Staatsanleihen. Und die sind seit August eben gestiegen. Und wenn ich jetzt mehr Zinsen auf den Dollar bekomme, dann heißt es natürlich, dass der Dollar an Kaufkraft gewinnt und dementsprechend wird Gold in Dollar verlieren. Und genau das sehen wir hier. Also das ist der Goldpreis in Dollar und das sind die US-Zinsen in Dollar oder beziehungsweise die USA-Zinsen, 10-jährige Staatsanleihen. Und Sie sehen, dass das praktisch konträr läuft. Das heißt, steigende Zinsen sind schlecht für Gold, fallende Zinsen sind gut für Gold.
Und deswegen sind wir hier auch seit Mai, sind also die Zinsen wieder rückläufig und dementsprechend ist der Goldpreis auch wieder gestiegen. Jetzt gab es hier aber nochmal einen starken Abverkauf. Da ist Gold etwa 6% an einem Tag runter. Ganz kurz, was war da? Der Hintergrund, wir sehen hier nochmal den Goldpreis und hier die Zinsen, die haben sich praktisch nicht verändert. Also warum ist der Goldpreis hier 6% eingebrochen? Relativ einfach, es gab eine Sitzung der amerikanischen Notenbank Fed und da gab es eine Überraschung, mit der keiner gerechnet hat. Die Fed hat ja seit Jahren eine sehr, sehr laxe Geldpolitik, Zinsen sehr, sehr niedrig, beziehungsweise seit der C-Krise bei Null. Und überraschenderweise hat die Fed eben an diesem Tag eine Sitzung gehabt und angekündigt, Achtung, wir werden wahrscheinlich zwei Zinserhöhungen in Höhe von 0,25% machen. Wow, 2x0,25 sind 0,5 und das in den nächsten 2 Jahren. Das ist eigentlich gar nichts, denn wenn man sich mal die Inflation in den USA anschaut, und da sind wir jetzt beim zweiten Faktor des Realzinses, ja, die Inflation, dann ist die in den USA praktisch auf einem, oder der Realzins, andersrum, die Inflation ist um 5% oder auf 5% gestiegen in den USA. Und wenn ich jetzt von 5%, 1,5% für US-Staatsanleihen abziehe, dann habe ich einen negativen Realzins von 3,5%. Und der Realzins ist in den USA aktuell so negativ wie seit 45 Jahren nicht mehr. Also ein sehr, sehr, sehr langer Zeitraum. Und jetzt haben wir ja gerade gesehen, dass also der Realzins eigentlich der entscheidende Faktor für die langfristige Entwicklung des Goldpreises ist. Und deswegen lassen Sie sich nicht beängstigen durch die 6% Rückgang. Das ist sehr, sehr kurzfristig, auch teilweise durch den Terminmarkt ausgelöst. Da komme ich dann später nochmal dazu. Denn momentan haben wir eine Riesenchance. Das letzte Mal, als der Realzins so negativ war, das war also hier 1975. Und zur Erinnerung, in dieser Phase, wo der Realzins so negativ war, 1975, ist Gold gestiegen von $35 die Unze auf über $600 die Unze. Hat sich also so grob ver-18-facht in dieser Phase. Sie sehen also hier die negativen Realzinsen in diesem Zeitraum und wie der Goldpreis hier in zwei Wellen von insgesamt $35 die Unze auf über $600 die Unze ansteigt. Und wie gesagt, hier leider der Realzins wird hier nicht aktuell angezeigt, aber Sie haben den Grad gesehen in der Chart, da war er bei -4%. Das heißt, wir sind jetzt wieder in dem Bereich wie hier. Und das heißt, wir stehen auch wieder vor einer, also wenn der Realzins so negativ bleibt, stehen wir vor einer massiven Aufwertung von Gold oder anders ausgedrückt vor einer massiven Abwertung des Dollars. Wie sieht es in der Eurozone aus oder wie sieht es in Deutschland aus? Auch in Deutschland haben wir Rekord-Negativzinsen, auch einen 40-Jahres-Tief. Momentan haben wir eine negative Realverzinsung von 3%. Das heißt, Kunden, die Geld auf dem Konto haben, werden praktisch mit 3% PA, wenn sie so wollen, schleichend enteignet. Ja, jetzt ist die Frage, die Inflation ist da. Wir hatten es auch schon im Marktupdate letztes Jahr im April. Wer da auf YouTube mal nachgucken will, hatten wir es angekündigt. Mit dem Titel Inflation voraus nach Gold startet Silber durch, hat man die Inflation angekündigt und auch, dass Silber outperformen wird. Beides ist jetzt eingetroffen. Aber was waren denn konkret die Hintergründe? Also woher kommt denn diese Warenpreisinflation? Da sind wir schon beim ersten Punkt. Man muss jetzt mal differenzieren vielleicht zwischen Inflation und Warenpreisinflation. Inflation, das kennen Sie wahrscheinlich aus vorherigen Vorträgen oder wer es noch nicht kennt, dem empfehle ich mal Episode 1 von Faszination Edelmetalle auf YouTube. Inflation bedeutet ja eigentlich die Erhöhung der Geldmenge. Die Steigerung der Preise, also die Warenpreisinflation, ist ja nur die Folge logischerweise davon. Und im Nachfolgenden sprechen wir wirklich von der Warenpreisinflation, das heißt der Folge der gestiegenen Geldmenge unter anderem. Aktuell haben wir also massiv explodierende Preise im Bereich der Nahrungsmittel, also Mais zum Beispiel, aber auch Salat, egal, Nahrungsmittel. Haben wir historische Preisaufschläge, Preisexplosion bei Supermärkten, aber auch die Energiepreise werden teurer. Öl ist wieder massiv nach oben gegangen. Zu Öl komme ich nachher nochmal kurz bei den Rohstoffen. Aber auch die Energiepreise zum Beispiel sind massiv gestiegen, um teilweise 200% in dem Bereich. Und auch die Rohstoffe wie Eisen, Stahl, Aluminium und auch Bauholz, sehen wir dann nachher gleich nochmal, sind massiv nach oben gegangen. Die Inflation ist also gestiegen. Die Deutsche Bank warnt schon hier vor der Zeitbombe Inflation, von einem Comeback sozusagen.
mit Raten von 5% und mehr. Aktuell ist es so, in Europa haben wir 2% im Schnitt, in Deutschland 2,5%. Und die Bundesbank rechnet in diesem Jahr noch mit einer Inflation in Deutschland von bis zu 4%. Und in den USA, wie gesagt, sind es aktuell 5%. Auch hier können Sie mit höheren Inflationsraten in der zweiten Jahreshälfte rechnen. Und zwar ist das die offizielle Inflation. So, was meine ich jetzt mit offiziell? Jetzt kommt wieder die Verschwörungstheorie. Warum offiziell, inoffiziell? Ich zeige Ihnen mal die Inflationsrate nach der heutigen Bewertungsmethode, Berechnungsmethode, nach der Warenkorbmethode und nach der alten Methode von 1980. Und da sehen Sie hier, das ist eine Grafik von shadowstats.com, der berechnet praktisch die Inflation nach der offiziellen Methode von 1980, das ist die blaue Linie, und nach der Methode von nach 1980, nach der heutigen Warenpreismethode, das ist die rote Linie. Und da sehen Sie, dass die massiv auseinandergeht. Was ist da passiert? Warum geht es seit 80 auseinander? Naja, im Jahr 1971 hat Richard Nixon ja den Dollar von der Goldbindung entkoppelt. Danach konnte die USA praktisch so viel Dollar drucken, wie sie wollte, weil es nicht mehr mit Gold gedeckt war. Und das führte zu einer massiven Inflation. Zwischen 1971 und 1981 hat der Dollar 90% seiner Kaufkraft verloren. Und um das zu aufzuheben, hat also der damalige Fed-Chef Paul Volcker 1981 die Zinsen um 17% erhöht, um die Inflation einzudämmen. Und es gab eine Reform der Inflationsberechnung. Und seitdem wird die Inflation eben nicht mehr gemessen, mit Geldmenge versus Wirtschaftswachstum, sondern eben mit dem sogenannten Warenkorb, also mit den Verbraucherpreisen. Und das lässt viel Spielraum zur Optimierung. Ich drücke es mal so aus. Wer sich für diese Optimierung interessiert, dem empfehle ich Episode 3 von Faszination Edelmetalle auf YouTube. Da erkläre ich nämlich, wie das Ganze optimiert wird. Wenn wir nach der alten Berechnungsmethode gehen, dann liegt die Inflation momentan in den USA bei 13%. Und jetzt wird die Frage kommen, gibt es die Daten auch für Deutschland? Offiziell erhebt die keiner, aber es gibt zwei, die haben sich mal die Mühe gemacht, das zu berechnen. Das eine ist Dr. Jens Erhardt und das andere ist Marc Friedrich. Und beide sind auf Inflationsraten für Deutschland von 6-8% nach der alten Methode gekommen. Wie sieht diese alte Methode konkret aus? Die brauchen wir jetzt auch gleich, wenn es ums Thema Inflation und Rohstoffknappheit geht. Und zwar relativ einfach. Sie kennen das alte Sprichwort, Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Ja, und Sie haben hier im Wesentlichen zwei Faktoren, nämlich das Angebot auf der linken Seite, das heißt die Menge an Waren und Dienstleistungen in einer Volkswirtschaft, und die Nachfrage auf der anderen Seite, nämlich die Geldmenge, die gedruckt ist von der Notenbank, und die Umlaufgeschwindigkeit, also wie oft ein Schein seinen Besitzer wechselt, das ist die Nachfrage. Und wenn die Geldmenge oder die Umlaufgeschwindigkeit steigt, also sprich die Nachfrage bei gleicher Menge an Waren und Dienstleistungen, also bei gleicher Menge des Angebots, dann steigen die Preise, ne, oder vice versa. Also hier wäre Deflation und da ist Inflation. Relativ einfach. So, und jetzt ist die Frage, woher kommt die aktuelle Inflation? Und da muss man uns einfach mal einen Punkt anschauen. Und zwar ist es die rechte Seite. Damit starten wir mal mit der Nachfrageseite. Also Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit. Wie sieht es da aktuell aus? Kommt da Inflationsdruck her? Und da gucken wir uns erstes mal die Geldmenge an, und zwar sowohl die EZB-Geldmenge als auch die US-Geldmenge, also die Bilanzen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank. Kurz zur Skalierung, also hier blau ist die EZB, das ist die rechte Spalte, also da sind wir von rund 5 Billionen Euro auf fast 8 Billionen Euro gestiegen während der C-Krise, und die USA ist also von 4 Billionen auf 8 Billionen Dollar gestiegen. Das heißt konkret, Sie müssen sich das mal auf die Zunge zergehen lassen, von allen Dollar, die existieren, sind 50, also oder die in den letzten 108 Jahren, seit es den Dollar gibt, gedruckt worden, 108 Jahre, sind 50%, also die Hälfte, in dieser Zeit gedruckt worden. Also die Hälfte aller Dollar in der letzten 108 Jahre wurden innerhalb von 1,5 Jahren gedruckt. Und dass das natürlich einen inflationären Druck ausübt, ist auch klar. Jetzt könnte man meinen, dann müsste es ja längst Hyperinflation geben. Warum ist es so? Naja, jetzt kommt der zweite Faktor, Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit. Also wie oft wechselt der Schein seinen Besitzer? Und da sind wir immer noch auf einem Allzeittief. Sie sehen hier die Umlaufgeschwindigkeit des US-Dollars. Und da sehen Sie hier, die Corona-Krise hat eben dafür gesorgt, dass im Lockdown praktisch kaum jemand Geld ausgibt. Die Leute horten ihr Geld, sie geben es kaum aus. Und jetzt fangen sie erst an, das Geld wieder auszugeben. Also dieser ganz kleine Haken hier,
sorgt jetzt natürlich dafür, dass diese gestiegene Geldmenge auch inflationswirksam wird, aber nicht in der Größenordnung, wie wir es jetzt an den Märkten sehen. Also die Inflation kommt zu einem winzigen Teil jetzt schon aus dieser Erhöhung der Umlaufgeschwindigkeit, aber der große Schub, der kommt erst noch im zweiten Halbjahr. Das heißt, wenn diese Umlaufgeschwindigkeit, wenn die Lockdowns vorbei sind und die Leute geben wieder normal viel Geld aus, dann wird diese erhöhte Geldmenge komplett wirksam und dann kommt erst richtig Inflationsdruck. Jetzt muss man eigentlich sagen, na, eigentlich müssten uns ja jetzt die Notenbanken warnen und sagen, bringt euer Geld in Sicherheit, weil wir erwarten eine riesige Inflation. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die EZB beschwichtigt, sagt, also die Inflation, die ist nur vorübergehend, die wird wieder vorbeigehen und auch die Federal Reserve sagt, das ist transitory, das geht wieder vorbei. Warum können die Notenbanker nie offen reden? Ja, jetzt stellen Sie sich mal vor, was würde denn passieren, wenn die Notenbanker heute sagen, also wenn die Lockdowns vorbei sind und die Leute geben mehr Geld aus, wird die Inflation nochmal auf 8 oder 9% steigen. Was würden Sie dann mit Ihrem Geld machen, wenn Sie wüssten, dass es morgen weniger wert ist? Genau, Sie würden es ausgeben und dann hätten wir eine selbsterfüllende Prophezeiung, das heißt, die Inflation würde praktisch durch die Decke gehen. Jetzt müsste die EZB eigentlich, um diese wahrscheinlich kommende Inflation einzudämmen, müsste sie die Zinsen erhöhen. Das Problem ist aber, sie kann es nicht, weil die Staatsschulden einfach zu stark gestiegen ist. Das heißt, die Notenbank sitzt hier in der Nullzinsfalle. Wenn wir uns mal die Schulden der EU-Länder anschauen, dann haben wir hier mal die Top-Schuldner, sozusagen Griechenland, Italien, Portugal, Spanien. Die liegen zwischen 120 und 205% des BIP an Schulden. Und hier ist Corona-Krise noch nicht mehr dabei, also die Schulden, die 2021 noch gemacht werden. Das heißt, Spanien liegt dann auch über 130%. Und dazu habe ich eine spannende Studie von Houseman Capital mal gebracht, in der wurden Hyperinflationen der Vergangenheit analysiert. Und da war die Aussage, liegt die Schuldenquote eines Staates bei über 130% des BIP, sind in den letzten 200 Jahren 52 von 53 Staaten bankrott oder in die Hyperinflation gegangen. Das sind 98% Wahrscheinlichkeit. Das heißt, Sie können die vier Länder hier unter normalen Umständen eigentlich abschreiben. Jetzt haben wir in der EU aber das Problem, dass wir eine Schuldenunion mittlerweile haben. Das heißt, wir haften ja auch für diese Schulden. Und man könnte sagen, Deutschland steht ja gut da mit 70% des BIP an Schulden. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn wenn diese Länder ausfallen, dann haben die Schulden bei uns. Das sind die sogenannten Target-2-Salden. Also das ist so eine Art Dispo innerhalb der EU. Das heißt, wir als Deutschland, das ist die blaue Linie, sind Hauptgläubiger und Hauptschuldner, sind zum Beispiel Italien und Spanien. Und würden eben diese vorhin genannten Länder ausfallen, dann müsste Deutschland 1 Billion Euro abschreiben. Die würden dann praktisch bei uns auf die Schuldenquote draufkommen. Das entspricht etwa 28% unseres BIPs. Das heißt, unsere Schuldenquote würde auf 98% des BIP steigen. Und wenn Sie jetzt noch die Neuverschuldung, die Herr Scholz schon genehmigt hat, von 240 Milliarden für 2021 und 100 Milliarden für 2022 oben draufknallen, dann liegt Deutschland im Jahr 2022 bei einer Verschuldung von 110% des BIP. Also da sind wir auch nicht mehr so weit weg. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, wie die Wirtschaft in den nächsten Jahren läuft und wie die Neuverschuldung dann auch entsprechend weitergeht. Also alles nicht unbedingt in Richtung Kaufkraftstabilität. Gucken wir uns noch kurz die Schulden der USA an. Die sind von 23 Billionen auf 28 Billionen gestiegen seit Anfang 2020, also 5 Billionen Dollar fast. Und jetzt raten Sie mal, wer denen das Geld geliehen hat, richtig? Das ist die Fed, die Notenbank. Die hat also etwa 3 Billionen Dollar an Staatsschulden aufgekauft, also über 50% der Schulden wurden praktisch durch frisch gedrucktes Geld durch die Druckerpresse generiert, kann man sagen. Wie sieht es in der EU aus? Die EZB hält momentan etwa 30% der europäischen Staatsschulden, was auch schon sehr, sehr viel ist. Und von den neuen Schulden, die regelmäßig emittiert werden, kauft die EZB mittlerweile auch mehr als die Hälfte auf. Und auch dazu gibt es eine Untersuchung von Peter Bernholz, der hat gesagt, Hyperinflationen sind immer verursacht durch Defizite des Staatshaushaltes, die überwiegend durch Geldschöpfung finanziert werden. Und genau das passiert sowohl in den USA als aktuell auch in Deutschland. Jetzt ist aber die Frage, woher kommt diese Warenpreisinflation dann, wenn sie eben noch nicht durch die Nachfrage, durch die Geldseite kommt? Die, wie gesagt, kommt erst noch im zweiten Halbjahr. Da wird nochmal eine Steigerung kommen. Und dann bleibt ja eigentlich nur die andere Seite übrig, nämlich die Angebotsseite. Waren und Dienstleistungen. Und genau da haben wir eben, kommen wir zum Punkt der Warenknappheit. Denn was ist passiert durch diese C-Krise? Sind also viele Faktoren zusammengekommen. Wir haben
eine Störung von globalen Lieferketten. Und das ist ein massives Problem, denn wenn Sie heute ein Auto kaufen, dann haben die Teile dieses Autos, bis es zusammengebaut wird, 41.000 Kilometer hinter sich. Also wenn da eine Schraube fehlt, aktuell Computerchips, dann können Sie das Ding nicht zusammenbauen. Sie haben heruntergefahrene Personalkapazitäten, weil die Fabriken viele eben in die Kurzarbeit geschickt haben oder entlassen haben. Sie haben ausgesetzte Investitionen in Produktionskapazitäten, weil man natürlich nicht wusste, wie lange dauert das Ganze an. Und eine Deglobalisierung, das heißt, man versucht eben zukünftig die Teile im eigenen Land zu produzieren, nicht im Ausland, um diese Lieferkettenprobleme zu erledigen, muss aber dafür einfach mehr Geld auf den Tisch des Hauses legen und dadurch werden die Waren einfach teurer. Und zu guter Letzt haben wir doch eine massive Änderung der Nachfrage durch den Green Deal. Das heißt, sie brauchen ja Rohstoffe für E-Autos und so weiter. Und das hat zu einer erhöhten Nachfrage bei den Rohstoffen eben geführt. Was die Lieferketten betrifft, haben Sie bestimmt mitbekommen, dass eben diese Lieferketten gestört sind. Und also nicht nur durch Evergreen, die ja im Suezkanal war und eine Woche lang den kompletten Welthandel praktisch blockiert hat, sondern eben auch schon vorher durch Corona sind die Frachtpreise massiv gestiegen. Also wo Sie vorher für einen Container 2.000 Euro bezahlt haben, zahlen Sie jetzt 8.000 Euro. Und das wird natürlich auf die Warenpreise einfach umgeschlagen. Dann gibt es auch einen massiven Chipmangel, haben Sie bestimmt schon mitbekommen. Es wurde einfach zu wenig in Produktionskapazitäten investiert. Man hat also nicht mit diesem Run auf Chips gerechnet. Die Produktionskapazitäten wurden vorher auch wegen Corona runtergefahren. Und es ist halt sehr, sehr teuer und langwierig, neue Kapazitäten aufzubauen. Und es hat massive Auswirkungen auf alle Produkte, wo Chips drin sind. Und das ist heutzutage fast alles. Also laut Audi-Chef Marc Duesmann konnten 10.000 Autos in den ersten 3 Monaten 2021 nicht gebaut werden. 10.000 Arbeiter mussten in Kurzarbeit gehen und im ganzen VW-Konzern durften rund 100.000 Autos wegen der fehlenden Chips eben auf die Warteliste gelangen, also nicht produziert werden. Das Problem ist, dass dieses Thema länger dauert, laut Intel-Chef bis zu 2 Jahre, bis also diese Kapazitätsprobleme erledigt sind. Also das heißt, das Thema Inflation wird uns hier begleiten. Das ist nicht transitory, es ist nicht vorübergehend, wie uns die FED und EZB das erklären will. Wie sieht es bei den Rohstoffen aus? Ich habe es vorhin erwähnt, eben durch diese Deglobalisierung und durch die schnelle Erholung der Wirtschaft, auch in China vor allem, sind die Rohstoffpreise durch die Decke gegangen. Wir haben den Halbleiterboom, wir haben Chipmangel, das heißt Siliziumnachfrage stark steigt. Wir hatten einen Bauboom während des Lockdowns, das Holz komplett vergriffen war, Bauholz zum Beispiel. Und natürlich mussten die Lager jetzt nach dieser Lieferkettenproblematik wieder aufgeführt werden. Und viele füllen auch die Lager stärker auf als vorher, machen also sogenannte Hamsterkäufe, um sich eben gegen weitere Lieferkettenprobleme zu schützen. Und das führt zu einer so starken Nachfrage nach Rohstoffen, dass hier komplett eine sogenannte Shortage ist. Guckt man sich mal verschiedene Rohstoffpreise an. Eisenerz ist von $60 auf $214 gestiegen. Bauholz ist von $400 auf in der Spitze $1.700 gestiegen, kam jetzt wieder zurück, aber ist immer noch doppelt so hoch wie vor der C-Krise. Kupfer ist von 2,5 auf fast 5.000 gestiegen. Stahl ist gestiegen von 3,5 auf 6, wieder ein bisschen runter auf 5.000 jetzt. Also man sieht, da ist ein riesen Run. Und das Problem ist, dass der auch dauerhaft sein wird. Das heißt, wir werden hier wirklich in eine Art Superzyklus der Rohstoffe reinlaufen, weil sich die Nachfrage komplett verändert hat durch das Thema Green Deal, durch die CO2, also Klimaneutralität global. Das heißt, für diesen Green Deal werden neue oder mehr Rohstoffe gebraucht werden, Kupfer, Lithium, aber auch Silber bei Solarzellen, Photovoltaik, Platin beim Thema Wasserstoff als Katalysator sozusagen, aber auch Nickel. Und da kommt es einfach zu starker Knappheit. Und da kann ich nur empfehlen, gibt es ein ganz tolles Interview mit von Marc Friedrich mit Kies Neumeier. Marc Friedrich kennen Sie wahrscheinlich. Ich habe seinen YouTube-Kanal hier unten mal einfach verlinkt. Gerne mal das Interview hier anschauen. Wer ist Kies Neumeier? Das ist der Chef von First Majestic Silver. Ist einer der wichtigsten und bekanntesten Silberminenproduzenten. Ist aber auch Chef von First Mining Gold, ne, einer Goldproduktionsfirma. Und zu Kies Neumeier muss man wissen, der hat in den 80er Jahren First Quantum Mining gegründet und aufgebaut. Das ist heute mit 20.000 Mitarbeitern und 4 Milliarden Umsatz
einer der weltweit größten Kupfer- und auch Goldproduzenten, also der größte in Kanada zumindest. Also allein sein Privatvermögen, was er in seinen zwei Aktien hat, beträgt 72 Millionen Dollar. Das heißt, der ist finanziell unabhängig und man sollte sehr, sehr gut zuhören, was der zu Rohstoffen sagt. Der hat bei vielen Minen weltweit schon gearbeitet und es gibt wenig Leute, die den Rohstoffbereich besser kennen als er. Und ich habe ein paar Kernaussagen aus diesem Interview mal rausgenommen. Er hat gesagt, dass 5 Jahre kaum in den Rohstoffsektor investiert wurde, wegen eben niedriger Rohstoffpreise. Es wird Jahre dauern, die Förderkapazitäten zu erhöhen. Solche Ressourcenzyklen, wie wir sie aktuell haben, können bis zu einem Jahrzehnt dauern. Das heißt, wir stehen tatsächlich vor einem Superzyklus der Rohstoffe, die eine Dekade andauern kann. Und ganz spannend natürlich zum Thema Silber, dass die Förderung bereits 2015 den Peak erreicht hat. Das heißt, seitdem gibt es kaum noch neue große Vorkommen zumindest. Und auch ganz spannend fand ich, dass das Förderverhältnis zwischen Gold und Silber bei 1:7 liegt. Das heißt, für eine Unze Gold holen sie 7 Unzen Silber aus dem Boden. Das Preisverhältnis liegt aber aktuell bei 1:70. Das heißt, Silber ist rein vom Förderverhältnis her um Faktor 10 unterbewertet im Moment. Und das zeigt auch, warum diese Jungs von Wall Street Silver, die ich gleich vorstellen werde, momentan alles physische Silber praktisch aufkaufen. Von der Nachfrage her kommt 70% der Silbernachfrage aus der Industrie. Die wird gerade durch den Green Deal befeuert und die Investitionsnachfrage wird momentan durch Wall Street Silver befeuert, dazu gleich mehr. Das heißt, Sie sollten Rohstoffe auf jeden Fall in den nächsten Jahren im Portfolio haben. Ich weiß, dass gerade das Thema Nachhaltigkeit bei vielen Banken gespielt wird, wo dann Rohstoffe komplett außen vor gelassen werden und das halte ich für den größten Fehler, strategischen Fehler, den man überhaupt machen kann. Also packen Sie Rohstoffe unbedingt mit ins Portfolio rein, weil sonst verpassen Sie da einen riesen Superzyklus. Und warum Rohstoffe auch die nächsten Jahre noch spannend bleiben, das zeigt, glaube ich, sehr gut diese Grafik. Das ist die Entwicklung der Menschen, der Anzahl der Menschen auf diesem Planeten seit 12.000 Jahren. Und was Sie hier hyperbolisch sehen, ist der Anstieg in den letzten 100 Jahren oder ein paar hundert Jahren. Und momentan ist es so, dass wir alle 12 Jahre 1 Milliarde Menschen obendrauf packen. 1 Milliarde Menschen, die Rohstoffe brauchen, also Essen, die Energie brauchen und die Handys haben, Autos, PCs für diese Silber, Platin, Palladium, Nickel, Kupfer brauchen. Und was glauben Sie, wie es in 20 Jahren da aussehen wird? Also Rohstoffzyklus sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Jetzt ist die Frage, wie kann man davon profitieren? Sie kennen Solid als Anbieter für physische Edelmetalle, Gold, Silber, Platin, natürlich über die. Aber es gibt auch Rohstoffe, da können Sie eigentlich nur über Aktien davon partizipieren. Und für all diejenigen, die jetzt sagen, naja, ich will jetzt selber hier kein eigenes Aktienresearch betreiben, da ein kleiner Tipp einfach. Schauen Sie sich mal den Solid-Wertefonds an. Wer den noch nicht kennt, einfach mal reingehen auf www.solid-fonds.de. Der investiert neben ca. 40% in physische Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin auch zu ca. 30% in Minen- und Rohstoffaktien, die von dem aktuellen Superzyklus profitieren. An der Stelle kleine Disclaimer, ist keine Anlageempfehlung. Wir machen ein separates Webinar dazu am 30. Juli um 8.30 Uhr. Anmelden können Sie sich auch über die Homepage www.solid-fonds.de. Da ist das Portfolio-Management dabei. Ich mache die Moderation. Also schauen Sie da gerne mal mit rein. Würde mich sehr freuen. Kommen wir zur Wall Street Silver Bewegung. Ganz, ganz spannende Geschichte. Die wurde gegründet am 29. Januar. Hatte dann am 6. Mai schon 72.800 User und einen Monat später am 6. Juni 100.000 User und steht jetzt bei 121.000 User bzw. Community Abonnenten. Wer ist Wall Street Silver? Das sind Jungs, die im Endeffekt genau diese Dinge erkannt haben, die ich Ihnen vorhin aufgezeigt habe. Also, dass der Staat durch viel Gelddrucken Inflation auslöst, die Kaufkraft vernichtet und dass Gold und Silber die einzig wahren Währungen sind und die bezeichnen sich auch gern als Apes, als Affen, als Silberrücken, ja, weil da gibt es ja diesen Gorilla mit dem silbernen Rücken sozusagen, das ist ihr Markenzeichen und die Jungs kaufen physisches Silber, weil sie wissen, dass der Terminmarkt manipuliert wird und nur physisches Silber praktisch da das Richtige ist und posten in der Gruppe ihre Käufe und da zeige ich Ihnen mal ein bisschen was die da alles posten und das ist kein Kleingeld, was die da reinpacken. Also die haben hier riesige Mengen an Münzen, die haben hier Masterboxen, wo eine Masterbox 16.000 Euro ungefähr wert ist. Der eine hat hier sogar WSS, Wall Street Silver und 100.000, also 100.000 User sozusagen, gebastelt aus seinen Silbervorräten und die meisten backen noch eine Banane
Ja, für Apes, für Silberrücken als Zeichen wird dazu. Und es gibt mittlerweile sogar schon Shops, die eigene Silberbarren produzieren. Jetzt könnte man sagen, naja, diese 112.000 Hansel oder 120.000 Hansel, was können die schon bewegen? Aber Achtung, die nutzen alle Wege und die wachsen sehr, sehr schnell. Also mit 10.000 Usern pro Monat ungefähr. Wenn Sie sich das angucken, oder also teilweise aktuell 20.000 User, die haben einen eigenen YouTube-Kanal mit 23.000 Abonnenten, die führen Interviews mit bekannten Persönlichkeiten wie Jim Rogers, also diesen Ex-Partner von Warren Buffett und Rohstoffexperte, mit Mark Faber, einer Schweizer Börsenlegende, mit Rick Rule, das ist der Chef von Sprott, einem der größten ETF-Anbieter, der kauft derzeit ein Sechstel der weltweiten Silberproduktion, wird von Sprott aktuell aufgekauft. Mit Lynette Zhang, das ist eine Börsenexpertin, die 149.000 Follower auf YouTube hat, und mit Andrew McGuire, das ist ein Rohstoffexperte und Whistleblower, der damals den US-Aufsichtsbehörden Beweise vorgelegt hat, dass eben Gold- und Silberpreise am Terminmarkt manipuliert werden. Und aufgrund seiner Whistle, seiner Geheimnisse hat, musste also JP Morgan eine Rekordstrafe von 920 Millionen Dollar zahlen. Also das sind keine Nobodies, die da interviewt werden. Die machen auch Guerilla-Marketing, ja, das heißt, die bieten ihren Membern praktisch Flyer an, in der jeweiligen Landessprache hier zu bestellen. Protect yourself from inflation, invest in physical silver. Und diese teilweise privat finanzierten Guerilla-Marketing finden Sie in den USA, aber auch teilweise in anderen Ländern, überall. Ich habe Ihnen mal ein paar Screenshots gemacht. Sie haben es in den USA wirklich auf Autobahnschildern riesengroß. Sie haben es hier in London an der A40 UK als Plakat, auch in Deutschland, schütze dich vor Inflation, ja, hat die eine gepostet. Sie haben es auf Lastwagen, auf Trucks, 4 more trucks to go, da hat also eine 4 Trucks damit ausgestattet, und auch in den Niederlanden sehen Sie hier einen Flyer, schütze dich vor Inflation. Und das ist eine Bewegung, die sollten Sie auf dem Schirm haben, also gucken Sie sich, verfolgen Sie das bitte gerne, weil die wird weltweit starten und ich glaube, dass die uns noch sehr, sehr lange erhalten bleibt. Die Jungs verkaufen ihr selber nicht, die kaufen den Markt leer. Und wie groß diese Marktmacht ist und wie klein dieser Silbermarkt ist, das zeige ich Ihnen mal hier. Sie sehen hier die Menge an, die COMEX ist die weltweit größte Silberbörse, die also physisches Silber lagert. Und die haben ausgerechnet, bei 112.000 Abonnenten von Wall Street Silver müsste jeder nur 1.000 Unzen kaufen, um die komplette COMEX leer zu kaufen. Also dass die COMEX kein Silber mehr hätte. 1.000 Unzen, 28.000 Dollar in etwa. Klingt viel, aber die werden bis Ende des Jahres bei über 200.000 sein und dann sind es vielleicht noch 500 Unzen. Das heißt, das Ganze geht in eine wirkliche Verknappung der Ware. Und wie erfolgreich die Jungs da sind, das sieht man jetzt hier beim Thema knapper Edelmetalle. Denn die US Mint, also die staatliche US Mint Prägestätte, hat hier schon auf ihrer Homepage veröffentlicht, dass also a Social Media Driven Buying Spread, damit meinen sie Wall Street Silver, hat dafür gesorgt, dass wir eine Supply Shortage haben und dass also praktisch kaum noch Ware verfügbar ist. Ja? Silver Coins and Bars are available, have acquired significant higher premium. Das heißt, die Münzen, die noch da sind, sind massiv teurer geworden und die sprechen hier auf ihrem Twitter-Account von einer globalen Silber-Shortage, also einer globalen Silberknappheit. Und jetzt ist es gerade mal so eine kleine Bewegung, die in den USA gestartet ist. Wie sieht es in Deutschland aus? Ich habe Ihnen mal hier die Verfügbarkeit von Großhändlern aktuell, also wenn wir bestellen, was die für uns haben an Verfügbarkeit. Da sehen Sie hier bei dem einen Händler im Bereich der Silbermünzen, ist also nur noch ganz wenig verfügbar. Sehen Sie hier ein bisschen, hier mit längerer, Geld bedeutet längere Lieferzeit, also bestellfähig. Und bei dem anderen Händler ist es so, dass hier auch Silber ausverkauft oder bestellbar ist, Platin, Palladium bestellbar oder ausverkauft und nur Gold ist noch sehr, sehr gut lieferbar, bis auf eben kleinere Münzen zum Beispiel. Und das könnte sich im zweiten Halbjahr auch ändern, das Thema Verfügbarkeit, denn, kleiner Spoiler, Russland hat im März seinen Staatsfonds, der also mehrere Milliarden, 186 Milliarden verwaltet, ermächtigt, Gold statt Dollar zu kaufen, als Währungsreserve sozusagen oder als Investition. Und im Juni jetzt ist es so, dass die eben alle Dollar auf den Markt geschmissen haben, also etwa 40 Milliarden Dollar wurden davon im Staatsfonds verkauft und im Gegenzug haben sie 20% des Fonds in Gold angelegt, beziehungsweise wollen sie jetzt schrittweise anlegen. Das sind, Achtung, wir sprechen hier von etwa umgerechnet 651 Tonnen Gold, was da gekauft wird. Das sind 20% der globalen Förderung oder
ungefähr das Gold, was alle Notenbanken zusammen weltweit im Jahr 2019 gekauft haben. Das verschwindet jetzt vom Markt und wird in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich auch zu einer Verknappung von Gold führen. Es gibt noch einen zweiten Faktor, nämlich Basel III. Haben Sie immer mal wieder gehört. Es gibt neue Regularien von Basel III. Was sagen die? Im Endeffekt ist es so, dass die sagen, Papiergold, also das heißt Gold, was über den Terminmarkt gekauft wird oder über Zertifikate gekauft wird, ist nicht mehr als risikoloses Asset der Bank zu sehen. Das bedeutet, dass also Goldinvestitionen mit mehr Eigenkapital hinterlegt werden müssen. Und was die Banken momentan eben nicht haben, ist wahnsinnig viel Eigenkapital. Das heißt, man rechnet also damit, dass die entweder hier ihre Papiergoldbestände verkaufen und sich vom Markt zurückziehen oder dafür physisches Gold kaufen. Jetzt muss man sehen, das Papiergold insgesamt 53 mal so groß ist wie das physische Gold. Das heißt, was wird passieren? Es wird Druck auf den Papiergoldmarkt kommen. Das heißt, es kann sein, dass erstmal Gold fällt, wie zum Beispiel die 6%, die wir vor kurzem gesehen haben. Und ich denke, dass das auch einer der Auslöser war. Ja, auf der anderen Seite aber die Goldnachfrage physisch total stark steigt. Und dann geht der Spread zwischen dem Terminmarkt und dem physischen Markt auseinander. Einen ähnlichen Stressmarkt hat man letztes Jahr im März gesehen. Im März letzten Jahres war ja der Lockdown. Da hatten viele Institutionelle dann Gold verkaufen müssen, weil sie Margin Calls hatten, die brauchten Liquidität. Also die Spekulanten sind raus, haben es über den Terminmarkt verkauft. Und die Investoren, die langfristigen Anleger, haben das genutzt, um Gold zu kaufen. Was ist passiert? Es war, der Preis am Terminmarkt war niedrig. Man dachte, man kann Gold günstig kaufen, aber es war physisch nichts da. Und wenn sie was bekommen haben, nur zu exorbitanten Aufschlägen. Also sehen Sie hier, Goldmünzen und Goldbarren hatten Aufschläge zum Terminmarkt, zum Spotpreis von 10-15%. Und bei Silber war es teilweise zwischen 50-110% Aufschlag. Also Terminmarkt, Spotpreis und physische Ware sind um 110% auseinandergegangen. Und Sie sehen jetzt schon hier bei Silber, im Laufe der letzten Monate ist dieser Aufschlag, dieses Premium schon gestiegen. Das heißt, dass die physische Nachfrage stärker steigt, als es der Terminmarkt, der offizielle Silberpreis, sage ich mal, anzeigt. Und mit ähnlichen oder starken Entwicklungen rechne ich dann im zweiten Halbjahr beziehungsweise mit einer gewissen Silberknappheit entsprechend. Also muss dann sehen, einfach Papiergold zu physischem Gold ist Faktor 53 mal so groß und bei Silber ist der Faktor 1 zu 180. Das heißt, der Papier-Silbermarkt ist 180 mal größer als der physische Silbermarkt. Und jetzt wissen Sie auch, warum diese Apes, diese Wall Street Silberjungs, sich praktisch nur physische Ware ins Depot legen, weil es einfach das einzig Wahre ist. Und jetzt kommen wir zum Charts des Jahrhunderts, noch ganz kurz zum Schluss, dauert auch nicht mal lang. Den sollten Sie nicht verpassen. Und zwar, wenn Sie wissen wollen, ob Gold und Silber fundamental günstig oder teuer ist, dann sollten Sie das nicht in Form von Dollar oder Euro betrachten, sondern in Form von anderen Sachwerten, weil Sie wissen ja, dass eben Geld auch an Wert verliert. Das heißt, man muss einfach mal gucken, wie sind denn Gold und Silber fundamental bewertet im Verhältnis zu anderen Sachwerten, zum Beispiel zu Aktien. Und da gibt es ein ganz spannendes Ratio, das nennt sich Gold zu S&P 500 Ratio. S&P 500 ist der weltweit wichtigste Aktienindex und dieses Ratio drückt praktisch aus, wie viel S&P 500 bekomme ich für eine Unze Gold? Ganz einfach. Und ist das Ratio sehr niedrig, dann ist praktisch der S&P sehr teuer, weil ich wenig S&P für eine Unze Gold bekomme. Ist das Ratio sehr hoch, dann sind Aktien günstig, weil ich viel Aktien für eine Unze Gold bekomme. Und was Sie hier sehen, ist, dass wir bei 0,4018, das heißt auf fast einem Allzeittief, also Aktien relativ zu Gold sind extrem teuer oder man könnte es umdrehen und sagen, Gold in Relation zu Aktien ist extrem günstig. Also wenn Sie sich vor Inflation schützen wollen und Sie überlegen sich, was wird denn wahrscheinlich die nächsten Jahre besser performen, dann ist Gold momentan deutlich, deutlich günstiger als Aktien. Es gab zwei Zeitpunkte, wo wir ähnlich günstig waren. Einmal 71. Sie erinnern sich, was danach mit dem Goldpreis passiert ist, und im Jahr 2001. Und jetzt zeige ich Ihnen mal den Goldpreis im Nachgang zu diesen Zeitpunkten. Zack, ja. 71 ist Gold von 35 auf 56 Dollar die Unze gestiegen und 2001 bis 2011 ist Gold von 250 auf 1800 Dollar die Unze gestiegen. Und auch wenn das jetzt optisch hoch aussieht, müssen Sie ja sehen, das ist ja die Bewertung in Dollar. Das heißt, das ist ja verfälscht, weil der Dollar hier an Kaufkraft verloren hat. Betrachtet in Aktien oder in physischen Wert wären wir hier unten. Das heißt, Sie können jetzt mit einer ähnlichen Bewegung auch in den nächsten Jahren rechnen und das können Sie dann
sich selber ausrechnen. Wie sieht es bei Silber aus? Noch krasser, ehrlich gesagt. Die Silber S&P 500 Ratio ist auf einem Allzeittief. Ich glaube, noch ein einziges Mal, und zwar im Jahr 2001, war Silber ähnlich günstig. Danach ist Silber von $5 auf $50 gestiegen. Also ein sogenannter Tenbagger hat sich verzehnfacht. Und es gab noch eine Phase, wo der Realzins so günstig war wie heute, und zwar auch 1971, und danach ging Silber entsprechend so ab. Gucken wir uns das mal im Silberpreischart an. Hier stehen wir aktuell nominal, aber real wären wir eigentlich bei diesen Bewertungen. Und wenn wir uns das angucken, hier ist Silber entsprechend auch von 5 auf $50 gestiegen. Und als die letzte Bewertung Silber zu S&P 500 so günstig war, ist Silber auch von 5 wieder auf $50 gestiegen. Jetzt könnten wir die gleiche Bewegung starten, aber von $25 aus. Das heißt, ich rechne mit dreistelligen Silberpreisen definitiv in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Wie hoch, das können Sie sich selber ausrechnen. Das soweit von meiner Seite. Mein kleines Fazit, um mal zusammenzufassen. Die Korrektur bei Edelmetallen ist definitiv vorbei. Es kann kurzfristig nochmal Druck vom Terminmarkt kommen, eben zum Beispiel wegen Basel III durch den Verkauf von Papiergold. Aber je tiefer der Papiergoldpreis fällt, desto höher wird die physische Nachfrage sein. Dann wird es zu Knappheit kommen, zu Engpässen. Auch bei Silber wegen der Wall Street Silberbewegung und bei Gold wegen Basel III und dem russischen Staatsfonds. Und die Premiums, die Spreads werden entsprechend steigen. Mittelfristig sind die Realzinsen auf einem 45-Jahrestief und werden auch noch lange tief bleiben, weil die Staaten die Zinsen nicht erhöhen können wegen der Staatsverschuldung. Das heißt, Gold und Silber werden definitiv neue Höchstkurse erreichen, vielleicht schon bis Jahresende 2021. Und in der zweiten Jahreshälfte dürfen Sie auch mit höherer Inflation rechnen, eben wegen der wieder steigenden Umlaufgeschwindigkeit. Das heißt, wir haben dann nicht nur von der Angebotsseite, von der Verknappung her einen Druck auf die Inflation, sondern auch von der Nachfrageseite her, von der Geldseite. Und die Notenbanken müssen natürlich weiterhin beschwichtigen, weil die Leute sonst das Geld noch schneller ausgeben und dann hätten wir einen selbsterfleunigen Effekt, der wahrscheinlich in einer Hyperinflation enden würde. Bei den Rohstoffen stehen wir vor einem Superzyklus, insbesondere Weißmetalle wie Silber und Platin von den Edelmetallen werden also davon profitieren, aber eben auch andere Rohstoffe, die vom Green Deal profitieren, Kupfer, Platin, Silber oder auch Zink, aber auch Uran zum Beispiel, weil Atomstrom eben keine CO2-Emissionen verursacht. Im Vergleich zu Aktien sind Gold und Silber auf absoluten Tiefstkursen. Also das ist eine Chance, die Sie in 100 Jahren 2 bis 3 Mal haben. Das heißt, wenn Sie sich im nächsten Jahrzehnten vor Inflation schützen wollen, dann bieten Gold und Silber den deutlich besseren oder günstigeren Schutz als Aktien aktuell. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar hilfreiche Informationen für Ihren Markt, für Ihre Investments einfach mitgeben. Würde mich riesig freuen, wenn wir uns wieder mal bei einem Marktupdate sehen oder bei einem anderen Webinar. Bleiben Sie auf jeden Fall gesund. Ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg. Machen Sie es gut. Bis bald. Ihr Andreas Ullmann.